dieses Spiel perfekt zu machen. Wir sehen auf jeden Fall einen Standardaufbau. Die Bombe wird im Vorraum gedroppt. Man will da erstmal ein bisschen abchecken, wie die Leute in der Halle stehen. Unser Bash nimmt die Position ein, dass er außen abtastet. Aber Hossa hat ja halt einfach schon unglaublich viel HP. An der Tür ist das passiert. Jetzt geht man Richtung Rampe. Aber Osiris will, glaube ich, für die Halle flashen. Will, glaube ich, durchs Fenster rein flashen. Oh, ich weiß nicht. Ja, doch. Dann ist es aber nur ein Fake, oder? Die Bombe will Tür runter. Rampe kommt nämlich jetzt der Go. Oder zumindest, ja, wird langsam eingenommen. Wo haben wir denn hier den einen Kollegen? Ah, unten wird defensiv über die Schächte abgedeckt. So kann man schnell runter und hoch verschieben. Richtige Entscheidung, glaube ich, wäre jetzt über Leiter zu spielen und den Spielstil von Dänemark zu kopieren. Was macht Voss jetzt hier? Jetzt wollen sie doch Halle, Halle flashen. Sie gehen unter die Leiter zu dritt und wollen Halle einnehmen. Hier, durch die Fenster soll die Flash jetzt kommen. Herzlichen Glückwunsch. Jemand da was abdeckt. Ja, Fetisch steckt unter Leiter ab, wird doch nicht geflasht durch die Flashes. Aber geht sie direkt down. Schön. Wichtiger Frag, sehr wichtiger Frag. One-Drop runter. Holm neben der Tür, nimmt den Vorraum ein. Und jetzt ist Holm, glaube ich, Last Man Standing. Bombe ist gelegt. Zum Glück. Holm 96 HP als letzter, wirft die HE. Macht nochmal ein bisschen Damage. Gegen 3 muss er ran, das schafft er nicht. So. Jawohl, und da ist die erste Runde für Deutschland ganz stark. 14-2. 14-2, das sieht ja wohl mal jetzt. Also, wenn sie die Equipped Round holen, ist das Draw sicher. Ja. Also, nicht Equipped Round, sondern wenn sie die Runde holen, dann ist das Draw sicher. So. Sehen wir auf jeden Fall, wenn es ganz schlecht kommt, eine Opt. Ja, genau. Dann, was übrigens auch schon da gewesen ist, ich kann mich erinnern, D-Nuke, ja, wie du auch eben schon sagtest. Ja, das kann auf passieren. Jeden Fall möglich. Auch schon 15-0 und dann. Vor allem, wenn man jetzt als Deutschland einfach mal so total. Ja, weiß ich nicht. Ist nicht verkehrt, sowas zu machen. Einfach rushen. Nicht verkehrt, sowas zu machen. Hat natürlich ein großes Risiko, aber man ist auch geschlossen und. Und kann dementsprechend leichter zwei Headshots hintereinander fangen. Ja, zumindest kann man nicht einzeln gepickt werden. Das Risiko besteht dann damit nicht. Und wir sehen ja schon, der Spot ist relativ eingenommen. Oh, der nächste Frag von Hossa jetzt hier. Nur noch gegen 3 Leute. Bombe wird in dem Moment gelegt von Voss und ja, die Schächte wollen sie verschieben. Once jetzt hier mit dem Frag gegen Hossa, hat die Waffe aufgenommen und macht den nächsten Frag gegen Nuki an der Rampe. Aber es ist trotzdem sehr schwer, ohne Smoke krass. Da die Bombe zu diffusen. Ja, machen wir jetzt hier noch. Den Holm mit 11 HP geht down Gravity mit der AK. One on one. Ja. Aber 22 HP hat er nur noch. Der geht down, ja, der geht down. Schön von Kreuzung. Läuft. Aber das wäre gerade nochmal, hätte schief gehen können. Hätte der ein Dev-Kit gehabt, wäre das knapp geworden. Echt jetzt? Habe ich nicht so betrachtet. Aber ich habe nur gesehen, dass es eigentlich von HP sehr gut stand für Deutschland. Ja. Aber hätte er ein Dev-Kit gehabt, dann wäre es echt knapp geworden. Wir vergleichen aber jetzt, glaube ich, jede Runde so mit Inferno, ne? Und die Thematik, also wir wenden das Schema, was auf die Inferno. Ich weiß nicht genau, was ich sagen will, aber. Ich auch nicht. Das, was Inferno passiert ist, vergleichen wir mit Inferno. So. Und siehst du? Und da scheint Deutschland jetzt den Sieg ganz schön nah zu sein. 2 on 2. Nuki 8 HP. Oh oh. Und die Bombe ist down in der Halle, also vor der Tür. Bombe ist down, ja. Ist die Frage jetzt. Nuki mit 8 HP. Ist ganz ehrlich die Frage, was man jetzt spielen wird. Was du ansagen willst. Tja, wie es aussieht, soll die Flasche kommen für die Halle und Nuki soll einfach mal mit 8 HP ausrasten gehen. Ah, da geht er down. Stehe ich jetzt aber auch nicht. Osiris kann sowas echt rumreißen. Oder auch nicht. Macht es aber nicht. Dänemark ist noch da. Und zwar alle jede Runde ist zwei. Entscheidend. Matchball für jede Runde und... Also sie haben jetzt einfach mal 12 Matchbälle. Ja genau, sind 12 mal 12. Zeit, die Runde zu holen. Und damit das ganze Match zu entscheiden. Dänemark darf sich halt keinen einzigen Fehler mehr leisten. Keinen. Nicht mal nur so einen kleinen. Nicht mal so einen kleinen. Und Deutschland? Ich glaube, es soll mit der Bombe schnell durch den Schacht runtergehen, sodass man... Aber CT-Schacht steht einer und aimt halt Tür ab. Ja, aber wenn die vielleicht gut sind... Siehst du, das klappt sogar. Bombe geht runter. Voss hat nur 10 HP verloren und... Mal sehen... Oh, da blockt man sich gegenseitig. Nee, man hat den Holm vor dem Gesicht und... Geht down. Ja, und das auch once. Ja gut, wenn das schön. Nicht... Schön! Ja. Oh, der war echt krass. Aufpumpen. Mach mal noch einen. Ach, schade, was war denn da los? So, jetzt equipped die nächste Runde. Gas geben, Jungs. Noch 12 Matchbälle.
Nur mal so zu festhalten. Nee, 11. 11. 11, ja. 11. Okay, 11 Matchpoint. Ah, ich habe den Spawn jetzt nicht beachtet. Wir könnten jetzt mal so eine Wahrscheinlichkeit... Oh nein, noch eine Eco. Nein, sie wollen auf Nummer sicher gehen und einfach full equipped. Aber warum denn nein? Richtig, die gehen halt auch auf Nummer sicher. Ist doch okay. Ja, okay, hast recht. Jetzt hier Foss mit einem guten Spawn. Direkt Cat einen wegholen so. Schade eigentlich. Und der macht halt noch mehr. Ich sehe das jetzt ganz nüchtern. Mhm. Komm mal, die Runde ist... Kannst du ganz nüchtern anschauen und sagen, okay, Deutschland verliert die Runde, ist kein Problem. Ups, ja. Sorry. 15-5. Ja. Okay, das ist ganz normal. Man kann nicht erwarten, dass man die Eco holt. Doch, doch. Sichern und laden. Nein, natürlich nicht. Nee, es ist unrealistisch. Wir wollen jetzt hier nicht unrealistisch werden. Aber jetzt die Runde. Toll. Jetzt die Runde. Die läuft. Bombe, Osiris, gleich Tür ist auf. Oh. Da könnte er jetzt gleich überraschen. Oder auch nicht. Tür wieder zu. Denselben Move haben wir auch bei Dänemark gesehen. Und dort hat es zum Erfolg geführt. Leider stand jetzt da niemand von Dänemark. Und der Kreuzturm konnte nicht den Frag machen. Das ist immer die Frage, ob man eine AWP auf Nuke spielt oder nicht, ne? Das ist... Tja, Gravity spielt auf jeden Fall eine und bei seinem AWP-Skill darf er das auch gerne. Ja, ich meinte jetzt auch eher aus Kreuzturms Sicht, weil man hat da schon eher eine begrenzte... Man kann nicht überall hingehen, sag ich mal so. Ein Hallrush macht bringt er jetzt es nicht. Er macht da jetzt einen, pass auf. Er macht da noch einen. In der Runde macht er noch einen. Okay, sag's noch 10-mal. Er macht in der Runde noch einen. Die Bombe ist down im Vorraum. Was hat er? Er macht gleich einen. Gleich macht er einen. Noch 6? Nein. Okay. Aber könnte jetzt wirklich gleich einen machen, denn da unten der Leiter befindet sich jemand. Im Vorraum ist noch der Osiris Bash. Ziemlich verschwendet die Position, weil die German Jungs, die sind da eher auf dem Weg nach unten. Unten macht er keinen. Über so. Außen, Osiris Bash. Hossa Bratz geht down. Und auch Wons macht hier den Frag gegen Osiris in der Halle. Die Bombe hat neunmal Nuki und mittlerweile 15 Sekunden noch zu spielen. Sollte man vielleicht jetzt auch entscheiden, die Waffen zu safen, weil es bringt einfach nichts. Man kann die Runde nicht holen. Lol, ohne Zoom. 6 Sekunden. Schade, aber das hat, glaube ich, jeder so versucht. Ja. Ja. Da haben wir das 15-6, macht noch 9 Matchbälle. Und mit jedem Matchball, den Deutschland abgibt, steigt wieder mein Blutdruck. Ja, aber diesmal geht's weiter mit der Krypton und keine AWP im Kreuzhumpenshand. Das heißt... Ein schneller Go, Halle. Ja, genau, genau. Das sieht sehr danach aus und ich glaube, das ist auch die richtige Wahl, die Runde so zu gestalten. Was ist jetzt mit dem wichtigen Frag? Kreuzturm hat nur noch 5 HP. Am Spot! Oh mein Gott! Wie kann er denn da eine Nate in der Hand haben? Ah. Ach man, wieso? 15-7, meine Freunde! Und Germany braucht eine Pause. Next round eigentlich aber erst, oder? Okay, be right back as well then. Nein, okay. Nuki ist hier gedroppt und wird es jetzt wohl eine kurze Pause geben. Hier. Na ja, machen wir eine Eco. Würde mich wundern. Ja, Nuki ist gerade wieder erst reingekommen, hat wahrscheinlich deswegen nur 800 Öcken. Diegel für Kräuterhumpen. Headshot für Kräuterhumpen. Ah. Warum lachst du mal? Kannst du bitte aufhören so zu lachen? Das macht mir echt Angst. Once. Ey, was macht denn der plötzlich? Seit der zweiten Halbzeit D Inferno ist der Once einfach nur noch krass. Aber richtig krass. 12-4 Stats. Oh. Oh, was? Oh. Oha. Aber ein Smiley entschärft dieser Hase. Oha. Da sagt der Kräuter unten doch gleich mal. Das macht man nicht. Okay. Aber alle wissen, das ist Spaß. Ja, alle wissen das. Nur ich nicht. Ich meine, das ist voll ernst. PPs für Kräuter unten. Direkt Supports aufmachen. Ja. So, Equip geht die Sache jetzt weiter und ich glaube, ja, ich kann mich selber nicht überzeugen, dass sie die Runde jetzt holen. Es wird außen komplett... Oh, Dreier-Ding hier. Ja. Und ja, man kann nicht in Source zurück übereinander stehen, weil irgendwie die Physik-Engine droppt dann immer einen runter. Aber man kann gut die Situation abschätzen in der Halle, von wo gedeckt wird und die Position über der Leiter ist schon mal frei, so wie es ausschaut. Und damit... kann man sich auf andere Positionen konzentrieren bei einem Halle-Go, der hoffentlich jetzt gleich mal eingeleitet wird. Na, es sieht ja nach Rampe aus, würde ich sagen.
Ja, Osiris da steht halt wieder mit der Flash da. Ja, die Frage ist halt, ob man jetzt runtergeht oder ob man Halle so macht. Ja, die Bombe haben sie erstmal gedroppt. Also ich glaube, sie wollen hier unten nur anfaken, hochgehen, Bombe schnappen, weiter. Man muss aber die Zeit auch ein bisschen im Auge behalten. Ne? Wir haben jetzt 35 Sekunden noch und so langsam, ja, geht's unter Leiter. Finde ich gut unter Leiter. Das Problem ist nur, Vorraum wird ordentlich gepusht. Osiris Bash ist in mir direkt. Warte, Frack. Das ist jetzt gut. Der Halle-Go wird, denke ich mal, jetzt gleich gemacht. Bombe ja, ist down. Irgendjemand ist da in der Halle jetzt dann tot. Das Frost, der ist da runtergefallen. Was ist das denn bitte, Frost? Gravity macht den Frack gegen Nuki. Bomb wird aber, glaube ich, gerade. Und auch Humpen geht noch down. Osiris Bash kommt ganz spät erst aus der Pommes und wir haben eine One-on-Two-Situation. One-on-Two. 46 HP, Bombe aufgenommen. Da kann. Cat und Schacht. Tschüss. Ach, da ist es vorbei. Nicht vorbei, aber die Runde ist vorbei. Ach man. 15-9. Ach man.